Herzlich willkommen zu diesem Video aus meiner Reihe Erste Schritte mit PowerPoint 2016. Um mit PowerPoint 2016 arbeiten zu können, müssen wir es natürlich starten. Dazu gehe ich hier auf das Startmenü bei Windows 10 und tippe ein PowerPoint 2016. Das Programm wird gestartet. Ich habe hier eine Auswahl, könnte hier zum Beispiel gleich eine leere Präsentation beginnen und hier dann gleich loslegen. Damit es aber übersichtlicher wird, in unseren Schritten durch PowerPoint, die ersten Schritte, habe ich bereits eine kleine Präsentation vorbereitet. Die öffne ich jetzt hier über Datei. Datei öffnen. Man geht hier auf Öffnen. Wähle mir dann hier den Pfad aus oder wähle mir eine bereits geöffnete Datei. Ich gehe jetzt hier mal her. Wenn ich hier eine andere Stelle suchen wollte, hier auf der Festplatte, würde ich auf Durchsuchen gehen. Ich gehe jetzt hierher und öffne dann diese Datei und kann dann hier auch schon loslegen. So, die Datei ist jetzt geöffnet und hier habe ich schon eine erste Folie. Man teilt hier all diese einzelnen Zettel, die wir da haben. Bei einer Präsentation nennt man hier im Rahmen eines Präsentationsprogramms Folien. Ich klicke jetzt da hinein. In diese erste Folie könnte ich jetzt etwas eintippen oder auch hier dann in diesem Punkt. Man sieht hier sogenannte Textfelder. Ich tippe hier gleich etwas ein. Erste Schritte mit PowerPoint 2016. Also ähnlich wie in der Textseite, kann man hier sehr rasch irgendwelche Texte eingeben. Ich gehe gleich zu dieser ersten Folie hier und schauen wir an, was wir jetzt hier machen werden, was wir schon wissen. Wir haben schon gesehen, wie man ein Präsentationsprogramm startet, wie man eine Datei öffnen kann. Nochmal zur Wiederholung. Man geht hier auf Datei öffnen, wählt sich dann hier die entsprechende Datei dann aus. Wie man eine neue Präsentation erzeugen kann, möchte ich dir auch natürlich zeigen. Ich gehe hier auf Datei neu. Dann kann ich hier eine vorgefertigte Präsentation schon nehmen. Oder ich kann auch hier eine total leere Präsentation natürlich dann nehmen. Ich kehre zu der anderen zurück, indem ich hier diese hier wieder schließe, komme dann wieder in die andere dann zurück. Dann, was ist ein Aufzählungstext? Aufzählungstext ist, ich möchte es dir gleich zeigen, ich markiere mal hier diese ganzen Zeilen und gehe dann hier in den Bereich hinein und habe dann hier diese sogenannten Aufzählungszeichen. Hier wäre Nummerierungszeichen und Aufzählungszeichen. Wenn ich hierher gehe und hineinklicke, dann siehst du, dass hier lauter Punkte hier vorne erscheinen und das wird dann schön als Aufzählung dann dargestellt. Das heißt, ich sehe, das ist hier der erste Punkt, der zweite, dritte, vierte. Und wenn ich das sogar als Zahlen haben möchte, kann ich hierher gehen, ich markiere wieder diesen gesamten Bereich, wähle mir jetzt hier nicht diese Aufzählung, sondern nehme hier dann diese Nummerierungen und habe dann hier eine Nummerierung eingefügt. Wenn man Texte einfügen kann, haben wir gerade vorhin gesehen, ich klicke einfach hinein mit dem Cursor und tippe dann irgendeinen Text, kann natürlich auch dann den sehr einfach dann verändern. Ich gehe mal hier rein, tippe lauter R's hinein, offensichtlich ein Fehler. Wie kann ich den wieder rückgängig machen? Ich gehe hier herauf, du siehst hier oben die Pfeile und das letzte, was gemacht wurde, wird wieder rückgängig gemacht. Wenn ich hier wieder hierher gehe, siehst du den Hilfstext wiederherstellen und ich habe dann wieder hier diese R. Ja, und somit sind wir schon beim ersten Schritt fertig durch PowerPoint. Wenn du Lust hast, schau dir die nächsten Videos an, da gleich natürlich noch einiges mehr, was man über PowerPoint 2016 wissen könnte. Klick auf das entsprechende Video in der Playlist.